Freunde, bevor wir loslegen, wie findet ihr eigentlich meine Glücksbärchi-Hose? Gibt's bei Kio Creepy... Spaß, Leute. Ich hoffe, man hat nicht zu viel gesehen. Freunde, wir spielen jetzt ein Spiel mit dem Titel Beware the Shadow Catcher. Das Spiel ist von denselben Machern wie The Man from the Window. Und deswegen vom Stil her wahrscheinlich gleich. Und Freunde, das Spiel war wirklich süß. Es war ein bisschen schwierig, man hat nicht gecheckt, was man machen soll. Aber es war wirklich cool. Und deswegen bin ich gespannt, wie dieses Spiel ist. Okay, Freunde, es geht los. Okay. Letzte Notiz. Sollen wir das überspringen? Nein, diesmal überspringen wir nichts. So. Okay, also es sieht schlecht aus. Wir hatten keine Kunden in den letzten 3 Tagen. Wie geht's nochmal weiter? Ich habe übersprungen. Ich habe aus Versehen übersprungen. Nochmal. Weil die Story ist wichtig. Ich habe einfach übersprungen. Okay. Also, wir sind $2000 in Schulden. Wir hatten keine Kunden in den letzten 3 Tagen. Und die Miete ist Ende der Woche fällig. Das ist nicht gut. Mautgebühren. Ich glaube, Maut? Wie spricht man das aus? Was sollen wir jetzt tun? Maut! Ich nenne sie einfach Maut. Aber ich finde halt diese Charaktere, dieses Design so besonders. Ich meine, die haben große Locken. Lockenpracht. Ich habe ein bisschen Kaffee für uns gemacht. Willst du was? Nein, ich will keinen Kaffee. Ich will, dass wir herausfinden, was wir machen sollen, um das Restaurant nicht zu verlieren. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich höre ich dir zu. Ich verstehe nur nicht, wie das passieren konnte. Es kamen so viele Leute hier, dass wir nicht mal Platz im Gebäude hatten. Die haben draußen gegessen, am Parkplatz, überall. Kannst du dich an den Bürgermeister erinnern? Kannst du dich erinnern, was er gesagt hat? Er sagt, dass du ihn nicht in Ruhe hast essen lassen. Danach. Er sagte, das war das Beste, was er jemals gegessen hatte. Ja, das hat er gesagt, aber das Essen ist nicht das Problem hier, Mord. Wir haben diesen Platz, also wir haben diesen Ort seit Ewigkeiten nicht mehr geputzt. Ich putze auf meine eigene Art. Ich werde doch niemanden dafür bezahlen, der hier putzt. Ich kann das selber. Und außerdem haben die Leute Angst, hierher zu kommen, weil die Lichter zu gedimmt sind. Ich mag's hier. Das Licht zu dimmen spart uns Geld. Weil Elektro. Stromkosten. Ist das ein Business-Move? Okay, ist das ein guter Business-Move? Ist das ein guter Business-Move, dass du unseren letzten Kunden erschreckt hast, als du deine Klamotten im Spülbecken gewaschen hast? Okay. Dieser Ort gehört zu meiner Familie seit Generationen. Uropa Ikarus hat das Restaurant gebaut und dann an meine Mutter übergeben. Jetzt gehört es mir. Und wenn ich meine Klamotten im Spülbecken waschen will, dann werde ich sie im Spülbecken waschen. Ich schwör's dir, mit dir zu reden ist wie gegen eine Wand zu reden. Entschuldigung? Es tut uns leid, dass wir euch stören. Meine Frau? Hallo hier. Meine Tochter, hi. Und ich, wir sind Nachbarn und haben euer schönes, liebes, tolles Restaurant gefunden. Können wir Platz nehmen? Natürlich, macht's euch bequem. Mord, warte einen Moment, hier ist offensichtlich irgendwas komisch. Die haben kein Gesicht. Egal, ich mag Mord irgendwie, die ist so entspannt. Psst, Samantha, wir bedienen jeden Gast, solange er korrekt ist. Auch gesichterlose Schattentypen. Danke, Ma'am. Freunde, ich hab's auf einfach gestellt, weil ich will nicht wieder in diesen Struggle geraten wie letztes Mal und einfach eine Stunde nicht checken, was ich machen muss. So viel dazu. Bevor wir essen, gibt es etwas, das ich erwähnen muss. Wie ihr es euch sicher denken könnt, wir sind nicht von hier. Wir kommen von einer trostlosen Gegend ohne Licht. Es ist grauenhaft, wo wir waren. Wir sind lieber hier. Das stimmt. Aber es gibt etwas... Ein Wesen, das zwischen unseren Ländern liegt. Und er mag es nicht, dass man die Brücke in diese Welt überquert. Das ist kein Problem, wir können auch für ihn was kochen. Ich glaube, du verstehst mich nicht, Ma'am. Immer wenn wir uns nach außen wagen, fühlen wir uns von ihm beobachtet. Er hat uns noch nicht bekommen, aber wir haben Angst, dass er es irgendwann tut. Solange wir hier sind, wird er euch nichts tun. Okay, ich glaube, ich weiß ungefähr, worum es geht. Ist das so? Gut, dann kann dieser Shadow Catcher davon ausgehen, von hier gebannt zu werden. Aus seinem Restaurant Hausverbot zu kriegen. Wir mögen keine Unruhestifter.
Maud, das hört sich gefährlich an. Unsinn. Diese netten Typen wollen nur einen schönen Abend hier haben. Sie sind immer willkommen hier. Samantha, willst du erstmal herausfinden, was unsere Gäste zu essen wollen? Ich chill in der Küche und sag einfach Bescheid, was ich kochen soll. Okay, mach ich. Ich mag das zwar nicht alles und bla bla bla. Also ich habe keine, ja. Die hat halt Angst, okay. Danke dir sehr, Miss. Freunde, kurze Unterbrechung. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe hier so eine Handyhülle und in der Handyhülle sind einfach Deckel, einfach ein Haufen Deckel, an denen ich geknabbert habe. Manche Menschen haben Ticks und manche sind komisch. Und ich habe Ticks und bin komisch. Und stolz drauf. Okay, stell sicher, dass du auf jeden Fall vor ihm aufpasst. Und wenn er kommt, dann sollen wir uns irgendwo verstecken. Und wenn er denkt, dass hier niemand ist, dann entscheidet er sich zu gehen. Oh, das ist ähnlich, wieder mit Verstecken. Ich hoffe, es ist nicht so gruselig. Also ich hoffe, es ist so wie letztes Mal. Es war wirklich perfekt. Okay, erstmal essen. In unserer Tradition ist das so, dass wir normalerweise nicht sagen, was wir zu essen wollen. Aber diese Tradition, die vergessen wir für heute. Mac and Cheese Sandwich kriegen wir hin. Ey, man kann rennen, aber man kann leider nicht hüpfen. So, einmal Mac and Cheese Sandwich. Überarbeite dich nicht. Mach eine Pause, wenn du brauchst, wenn du willst. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall die Bestellungen machen. Und gib mir mal jetzt Sandwich. Ja, aber was soll ich denn Bestellung aufnehmen? Wo mache ich das? Hier? Soll ich jetzt selber kochen oder was? Ach so, vielleicht, ich bin so blöd. Stell dir vor, du bist Kellner und dann bedienst du nur eine Person am Tisch und gehst wieder zurück zum Tisch. Natürlich muss man alle bedienen, hier sind noch mehrere Leute. Oh mein Gott, dich habe ich gar nicht gesehen. Okay, sie möchte eine vegetarische Lasagne. Braves Mädchen. Und der Papa möchte ganz klassisch einen Burger. Das kriegen wir hin. So, ich habe die Bestellung. Hey, ja, aber ich hab doch jetzt die Bestellung. Hey! Hey! Hey, der kommt! Oh mein Gott, er kommt! Oh mein Gott, er kommt! Was soll ich denn machen? Ich würde euch gern geben. Oh mein Gott, er kommt. Bitte, zumindest bitte, macht keinen Jumpscare rein. Ich pack das heute nicht. Ich bin tot, glaube ich, oder? Er ist drin. Ich habe mich nicht versteckt. Er hat mich. Oh mein Gott. Oh, das ist schon okay. Okay, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Aber wir kriegen das hin. Sam wurde nie wieder gesichtet. Eine herzgebrochene Maus war untröstlich nach ihrem Verlust ihres geliebten Freundes. Sie hat sich selbst dafür verantwortlich gemacht, ja, dass sie halt diese Leute dort gelassen, also essen haben lassen. Ihr wisst schon, dass sie die reingelassen hat und hat damit Samantha geopfert. Und hätte sie die Leute abgewiesen, dann wäre dieser Shadowcatcher niemals gekommen. Und das Restaurant hat sie dann auch verloren nach der Zeit. Sie hat zwei wichtigsten Dinge in ihrem Leben verloren und alles in kürzester Zeit. Oh nein, wir müssen sie retten. Nein, 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 wir spielen dieses Spiel, bis sie es geschafft haben. Diese süße Maude, wie man es ausspricht, wird nicht das Restaurant aufgeben und auch nicht ihre Freundin Samantha. Sam, wir ziehen es durch. Du willst was? Wahrscheinlich Spaghetti, okay, also was anderes diesmal. Du willst Bacon und Eggs. Du wolltest letztes Mal Veggie-Lasagne, jetzt willst du Bacon und Eier. Und du willst... Sie möchte Steak und Gemüse. Ist hier noch irgendjemand? So, nimm jetzt die Bestellung auf, Süße, sonst haben wir ein Problem. Ja, aber mach doch jetzt die Bestellung klar. Wie mache ich die Bestellung klar, Leute? Was soll ich denn drücken? Ich drück doch schon alle Knöpfe, die existieren. Aha. Ah, jetzt bin ich der Koch. Okay. So, wir brauchen erstmal zwei Eier, müssen wir cracken. Okay, wir machen erstmal alles auf. Hier sind Eier. Zwei Eier. Reicht eine Packung? Ich brauch...
Okay, jetzt habe ich zwei Eier. Zwei Eier. Was soll ich denn nochmal? Zwei Eier. Bacon. Bacon. Ist hier auch irgendwo Bacon? Bacon? Hier unten Bacon. Bam, bam. Okay. Zwei. Nein! Nein! Ich habe gar keine Zeit! Man hat keine Zeit! Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wie soll das gehen? Jetzt mal Real Talk. Ich bin gerannt. Ich schwitze sogar. Was wollt ihr? Beeilt euch. So, was hat er gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Er will Steak diesmal. Okay. Du möchtest Mac and Cheese Sandwich. Geht klar. Bacon. Also alle. Okay. Kein Problem. Kriegen wir hin. So, wir müssen jetzt Plätze tauschen. Und während Plätze tauschen, du versteckst dich. Versteck dich. Genau hier. So, und wir tauschen wieder Plätze. So, bam, alles erstmal auf. Eier. Klatschen wir zwei Eier rein. Noch ein Ei. Noch ein Ei. Rein damit. Nein, wir brauchen das. Bacon. Mach auf. Leute, es ist so viel Essen. Wie soll ich das alles kochen? Vor allem der Typ kommt gleich. Sandwich. Steak. Oh Leute, ich hab nicht mal aufgepasst. Wer bin ich eigentlich gerade? Ich bin noch der Koch. Oh, ja, gut. Okay, ich sag nichts. Nein, ich hab fallen lassen. Okay, die Eier sind fertig, glaube ich. Ich komme einfach nicht auf die Steuerung klar. Ich hab halt so... Er kommt. Ich check's nicht. Ich hab keine Zeit. Es ist stressig gerade. Wirklich stressige Situation. Als ob! Okay, neue Runde, neues Glück. Er möchte... Was? Was ist BLT? BLT? Was ist BLT? Was ist BLT? Und du möchtest... Mac and Cheese Sandwich. Okay, BLT, Mac and Cheese. Und du willst? Pancakes. Okay, wir fangen an mit Pancakes. Und danach BLT. So, erstmal... Plätze tauschen. Okay. Pancake. Was? Erstmal Buch aufmachen. Pancakes. Wo sind die... okay. Hier, Pancakes. Für Pancakes braucht man... Butter. Kommt... Also hier kann man ja sehen, ob er kommt. Kommt er? Könnt ihr ihn sehen? Ah, doch, er kommt! Bist du versteckt? Oh, guckst du böse. Okay, vielleicht sieht er uns so nicht. Ne, sieht uns nicht. Mach auf! Ist er schon drin? Soll ich gucken? Ah. Also man hört ihn auch zum Glück. Oh, immerhin. Ich dachte, der läuft jetzt noch rein oder so. Okay, jetzt müssen wir uns echt beeilen. So, wir brauchen Butter. Ist das Butter? Da steht Bacon, aber das sieht aus wie Butter. Butter. Ist er schon wieder hier? Nein, okay. Ist das Butter? Scheiß drauf. Rein. Danach. Vier Pancakes. Wo ist Pancake? Ich muss sagen, ich habe Hunger. Wo sind diese Pancakes? Oder muss ich noch mehr Butter hinmachen? Muss ich vielleicht... Vier Stück oder was? Okay. Erstmal gucken. Okay, alles gut noch. Das tun wir wieder rein. Dann... Okay, und dann, wenn die Dinger fertig sind, die Teller platzieren wir. Ich habe Angst. Die Teller platzieren wir. Mach mal Teller hier hin. Hier. Leute, ich bin lost. Ich bin safe lost. Irgendwas muss ich noch machen, weil die sind fertig. Ich habe irgendwas verpasst, glaube ich. Ich habe aber Angst. Okay, nochmal. Pancake.
Butter. Oh Gott, er kommt. Er kommt, ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Doch, da ist er. Okay, habe ich noch ein bisschen Zeit? Nein, er kommt. Ich glaube, die verbrennen jetzt. Egal, wir warten nochmal. Alles gut. Und raus mit dem Regen. Bei dem anderen Spiel hat es auch geregnet. Also das ist... Okay. Kann ich das jetzt nicht runternehmen? Was habe ich denn falsch gemacht? In Ruhe. Ich muss jetzt Zeit nehmen. Ich bin viel zu hektisch. So. Pancakes. Better. Also nicht Butter. Okay, das heißt, es war richtig. Habe ich gemacht. Ah. Ich brauche noch Eier. Das Ding macht man mit Eier anscheinend. Eigentlich braucht man 4 Stück, oder? Hä? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wir schauen mal. Wir gucken mal, was passiert. Das schieben wir wieder hier rein. Also diese Pancakes brauchen Eier. Und wenn alles ready ist, wir schauen mal. Man kann das nicht bewegen. Jetzt schiebt die Dinger doch hier rein. Macht er nicht. Vielleicht hätte ich erst die Eier. Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal anders. Wo sind die Pancakes? Ich erst mal gucken. So, gib mir mal die Pancakes nochmal. Was ist, wenn ich das hier so drauf packe? Geht nicht. Ich check gar nichts, Mann. Ich mache hier... Das ist echt wie bei mir in der Küche. Okay, Freunde, ich habe von neu gemacht. Ich bin nicht weitergekommen mit diesen Pancakes. Aber jetzt sollen wir Burger machen. So, entspannt. Ich muss echt lesen. Patty, okay. Und zum Grill. Also, Gefrierschrank hat Burger, Patty. Hier nicht. Zumachen. Wir müssen... Das Ding ist, man muss echt Ordnung halten, weil sonst verkackt man. Kannst du mal bitte weg? Steht halt echt im Weg. Du bleibst hier, okay? So. Patty oder Brot? Wo ist der? Habe ich Zeit? Okay, ich habe noch Zeit. Burger Patty, okay. Wo ist der? Ah, nein! Wann? Wo? Nein, Burger war so einfach! Ah, okay. 3 Eier. Und danach Pfeffer. Ich hoffe, ich krieg's hin. Weil irgendwie habe ich bis jetzt gar nichts hinbekommen. Es ist wie in Real Life. Okay, das sind jetzt 3 Eier. Das schieben wir wieder hier rein und sind still. Okay, aufpassen. Wo ist der? Er ist, glaube ich, da. Ich warte kurz. So. Kannst du bitte ein bisschen weggehen? Okay, danke schön. So, wir warten. So, die Eier sind auch schon fertig. Die Eier sind so Omelette geworden. Ist er weg oder kommt er jetzt? Okay, was jetzt? Danach roter Pfeffer. Und dieses Fleisch. Hier. Aha, habe ich gemacht? Leute, so weit war ich noch nie. Nimm das und schieb hier rein. Okay. Aha. Hackfleisch. Gewürfelt. Okay. Und jetzt? Teller? Nimm das doch! Er nimmt's nicht. Wieso nimmst du es nicht? Er nimmt das nicht. Er hebt das nicht auf. Fehlt vielleicht noch was? Oh, ich hab was vergessen. Das Ding ist nicht fertig. Das fehlt noch. Wieso sagt ihr nichts? So, jetzt ist das fertig. Teller nehmen. Das nehmen. Und jetzt rennen. Leute, wie kann ein Mensch so verloren sein? Auf dieser Welt. Vor allem mit Teller kann ich nicht so schnell rennen, sehe ich gerade. Ich bin viel langsamer unterwegs. Nimm. Ist. Ist er glücklich? Hat das? Okay, ihr habt's geschmeckt. Das war wundervoll. Beste Entscheidung, bis wir hergekommen sind. Super. Boah, what?
222 Dollar Trinkgeld. Was für ein Gönner. Perfekt. Auf jeden Fall, so kommen wir aus den Schulden raus. Leute, ich will nicht so viel lesen. Es tut mir leid. So, was wolltest du nochmal? Hä? Bacon. Okay, du willst Bacon. Ich geb dir Bacon. Ich merke, dieser Charakter ist langsamer als der andere. Deswegen. Deswegen. Oh nein! 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 Ich war so gut, ich will mich kaputt schlagen. Ich bin tot. Ich war so gut. Leute, ich werde euch eine Sache sagen. Ich schaffe es jetzt ohne Probleme. Jeder bekommt sein Essen. Ich werde nicht einmal mehr sterben. Ich hab Dreh raus. Davor gehe ich pinkeln. So, du möchtest BLT. Was ist BLT? So. Das ist das Ding. Die Kellnerin ist schneller, aber sie ist die Köchin. Aber sie ist halt langsamer. Achso, wie macht man BLT eigentlich? Und was ist BLT? BLT ist ein Sandwich. Also Bacon. Oh Leute, das ist viel zu kompliziert. Also auf jeden Fall. Erstmal Bacon. Kommt er schon? Ja, da hinten ist er. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, ich muss... Okay, wir müssen warten. Ach ja, und in diesem normalen Modus sagen die halt die Gäste nicht, was sie normalerweise essen. Also man muss das, die geben halt so Rätsel und dann muss man an der Rätsel checken, was sie essen wollen. Aber ist jetzt nichts Besonderes, was wir verpassen. Beeil dich. Ich glaube, ich muss Bacon jetzt schon nehmen. Ja. Und dann... Okay, also erstmal hier lassen, soweit ich weiß. Und dann... Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, wir müssen noch mal Dings Bacon machen. Okay, noch ein paar Bacon. Machen wir zurück. Und das Bacon müssen wir hier drauf machen. Das da kannst du essen. Das ist bestimmt Hunger. Hier. So, das kommt hier hin erstmal. Und sobald das fertig ist, packen wir das hier rein. Und dann schauen wir mal, ob es geht. Aber erstmal kommt der Mann. Bacon ist fertig. Einmal Teller nehmen. Bacon drauf. Yes. So, Gemüse muss drauf. Welches Gemüse? Was? Welche Art von Gemüse? Ich habe nicht gelesen. Einfach nur Gemüse. Aber hier ist... Welches Gemüse? Das Gemüse? Das sieht falsch aus. Nein. Was ist, wenn ich so ein bisschen Käse drauf packe? Ne? Muss das vielleicht hier drauf? Nee. Auch nicht. Ah, das. Yes. Wir haben es geschafft. Okay, wir wechseln jetzt Kellner. Weil ich bin schneller. Kannst du mal bitte... Oh mein Gott, wie langsam sich dreht. Geh mal kurz bitte weg, Süße. Ich muss... Ist der nicht gleich hier in der Nähe? Ich habe Angst. Kann ich? Ich habe Angst. Ich warte lieber noch. Ich warte. Okay. So. Ich habe das Ding in der Hand und jetzt renn. Renn, du schneller Hase, renn. Zwar für dich, oder? Bitteschön. Gucken, wie die reagiert. Die sind voll süß, diese Schattenviecher. Ich mag das irgendwie. Nein! Wieso? Oh nein! Die hat sich beschwert. Kein Trinkgeld. Entweder habe ich das falsche gegeben? Was für eine Göre! Was willst du? Burger. Easy. Leute, ich bin mittlerweile Profi geworden. Burger Patty. Patty, Patty, Patty. Wo waren die Patties? Hier, Burger Patty. So. So, zurück. Ich habe halt voll Angst gerade. Ich habe Angst. Warte, aber das Brot fehlt doch noch. Ich glaube, ich muss Brot hier drauf tun. Ja. Und danach Patty, sobald Patty fertig ist. Immerhin, hier habe ich meine Ruhe.
Er kommt. Aber das grabbe ich mir noch schnell. Geht nicht. Okay, dann warten wir. Komm, ganz kurz. Geht nicht. Habe ich was falsch gemacht? Ah nein, ich muss Teller in die Hand nehmen. Okay, wir warten. Wir sind vorsichtige Nachtfüchse. Ich unterhalte mich so lange mit Samantha. Sammy, wie geht's dir? Warte, ich mach mal kleiner. Sammy, wie geht's dir? Sammy ist... Ey, ich finde halt diese Designs hier wirklich. Die Designs sind der Hammer. Sandwich habe ich schon. Okay, Gemüse muss jetzt drauf. Das lassen wir kurz hier. Nein, nicht das, sondern das. Und Burger ist fertig. Und jetzt tauschen wir wieder Plätze. Die steht da so im Weg. So, lass mich mal hier hin. So, und ich nehme das jetzt. Und jetzt renne ich. Ich renne, als wäre kein gestern gewesen. Renn. Und gib ordentlich Trinkgeld diesmal. Komm schon. Er ist glücklich. Das macht mich glücklich. Das war das Beste, was er jemals hatte. Wundervoll. Gib mir ordentlich Trinkgeld. Uff! Diese 222, das hat auch bestimmt irgendwas zu bedeuten. Immerhin besser als 666. $200. Trinkgeld. Wollen die noch was essen? Die sind eigentlich satt, oder? Was? Was hast du gesagt? Das war Bacon. Stimmt, das war irgendwas mit Bacon. Das habe ich doch vorhin schon gemacht. Das habe ich vorhin gemacht. Dann Burger Pack. Das war so ein Burger-Dings. Nein, das war ein Sandwich. Sandwich. Sandwich kommt hier drauf. Ha? So, ich hab's. Jetzt habe ich das Game. Das kann man, glaube ich, zumachen. Das kann man auch zumachen. Das kann man auch zumachen. Weil jetzt kommt dieses Ding hier, das Bacon hier drauf. Und dann dieses Topping. Und dann haben wir das schon, glaube ich. Bist du geschützt? Ja. Dieses Game, Freunde. Uff. Okay. Bacon müsste jetzt fertig sein. Wir nehmen die Teller in die Hand. Bacon drauf. Das hier hin. Wo ist Topping? Topping. Und jetzt bam. Das da rein. Wir stellen uns hier hin, damit Platz ist. Und du rennst wie der Wind, Woody. Wie viel wollt ihr? Seid ihr nicht so langsam satt? Hier. Ich war echt schnell. Es ist noch warm. Also ich will ordentlich Trinkgeld. Gib mir ein Lächeln. Ich finde das so süß, dieses Grinsen. Das gibt ein so schönes Gefühl. Freunde, man muss mehr im Leben grinsen. Das hat ihr wundervoll geschmeckt. Beste Entscheidung. So muss das sein, Freunde. Weißt du, die Leute grinsen zu wenig im Leben. Aber ich habe nicht gelesen, ich habe nicht aufgepasst. Okay, die kommen morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Die kommen morgen wieder. Habe ich es jetzt durch oder nicht? Habe ich es geschafft? Ah, es wurde schon mal gespeichert. So, ich kann jetzt in die nächste Nacht. Wir machen natürlich die nächste Nacht. Denn wir wollen sehen, was passiert. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein. So, auf jeden Fall lief es diesmal gut. Also, die haben auf jeden Fall das Plus gemacht. Ich werde kurz zusammenfassen. Ich werde nicht 1:1 übersetzen. Ich mache einfach kurz Zusammenfassung. So, die sind ein bisschen komisch, die Typen. Aber immerhin bringen die den Laden in Schwung, beziehungsweise halten uns über Wasser. Was macht sie da hinten? Die wäscht wahrscheinlich ihre Wäsche, oder? Und, nee, sie hat Kaffee gemacht. Die ist auf jeden Fall Kaffee-Junkie. Sie will aber keinen Kaffee, aber sie braucht Energie, denn unsere Gäste kommen gleich wieder. Macht ihr keine Sorgen wegen mir und bla bla bla. Und da sind sie schon wieder. Ich mag diese Wipes. Schaut euch mal diese Familie an. Schaut euch mal allein dieses Profilbild da an. Das ist ja einfach das Bild, so Passfoto. Die sind wieder da. Okay, macht's euch bequem, ich bringe euch Essen. Langsam kriege ich Bock auf das Game. So, was möchtest du? Und du und dein BLC, die will immer dasselbe. Wisst ihr was? Sie möchte Omelette, okay. Ich mache zwei Bestellungen auf einmal auf, diesmal sogar. Ich glaube, das muss ich sogar mal machen. Später vielleicht. Vielleicht ist das dann so schwereres Level. Ich weiß, wie das BLT geht. Ich hab's auswendig. Zwar Bacon, dann das hier rein. Und in der Zwischenzeit kann man ja vielleicht sogar das Omelette schon machen, oder? Was wollte sie? Omelette. Na, wir warten. Wir machen es einzeln. Nein, wir gehen auf Nummer sicher. Erstmal noch. Aber man kann schon mal den Teller bereit tun. Denn auf den Teller muss das Brötchen drauf. Das Anime-Brötchen. Flupp. Dann wieder reinstellen, flupp. Und jetzt warten wir, bis unser Kollege kommt. So, erstmal
Aha. Aha. Und? Macht man nicht. 3 Sekunden regeln. Was? Nein! Hä? Was? Als ob der Typ einfach Breakdance macht. Der hat einmal den gemacht. Okay, jetzt wird's schwer. Ich glaube, es wird langsam schwer. Ich glaube, ich muss echt so 2 Bestellungen auf einmal machen. Oder halt, ich weiß auch nicht. Man hat ihn ja nicht mal gehört. Okay, aber jetzt müsste er wirklich weg sein und mich in Ruhe lassen. Habe ich Platz? Ja. Okay, renn. Renn. Okay. Gib mir ein Grinsen. Die ist so süß. Ich mag das. So, und Trinkgeld. Wundervoll. Leute, ich bin hektisch. Jetzt die Göre wieder. Ach, sie wollte ihr komisches... Was wollte sie? Omelette. Ah, das war mit diesem roten Pfeffer-Omelette hier, Dings. Diesen roten Pfeffer-Omelette. Geh mal bitte weg. Okay. Wie war das Omelette nochmal? 3 Eier. Okay, das muss hier rein. Dann roten Pfeffer. Kommt. Was sag ich nochmal mit dem Pfeffer? Würfelpfeffer. Das war hier. Nein, das war. Das war schon. Nein. Das war eigentlich. Das kommt zum Schluss drauf. Das kommt zum Schluss drauf. Okay, das Ding muss erstmal ein Omelett werden, ja. Okay. Ist es? Das packen wir jetzt hier drauf? Nein, geht nicht. Moment, nein, das geht nicht. Wie war das nochmal? Jetzt muss das hier rein, aber erstmal warten. Jetzt. Okay. Das Spiel ist so simpel, aber es ist gut. Die Atmosphäre vom Spiel ist gut. Es ist jetzt nicht so Jumpscare und oh mein Gott. Dieses Spiel ist einfach schön. Es ist ein bisschen so mysteriös, gruselig, aber es ist nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Es ist... Wieso geht das nicht? Habe ich irgendwas vergessen? Ihr wisst, was ich meine, oder? Wieso kann ich das nicht nehmen? Fehlt noch irgendwas? Ach so, diese Würfel fehlen noch. Das da. Okay, jetzt müsste passen. Und jetzt Teller nehmen? Nein, aber nicht du. Du bist zu langsam. Du versteckst dich hier. Ich mach den Rest. Okay, soll ich jetzt einfach? Ich hab Angst. Könnt ihr ihn sehen? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Ich habe aber Angst. Soll ich riskieren? Er rennt jetzt! Er rennt jetzt zur Tür! Der geht nicht mehr geschmeidig, er rennt! Wir müssen aber warten. Er rennt! Er ist gerannt! Ich habe ihn gehört! Ich habe das Gefühl, dass er gleich wiederkommt. Hier, beschwer dich noch einmal. Und? Das freut mich. Ihr habt's auch geschmeckt diesmal. Ja. Boah, das Trinkgeld ist ordentlich. Ich glaube, wenn man zu lange braucht, dann sind die abgefuckt. Was möchtest du? Ach, der möchte auch dieses Omelette. Renn. 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 Plätze tauschen. Okay, wie war das nochmal? Einfach genau dasselbe. Dann müssen wir warten. Genau, wir müssen warten und dann kommt das rein und das da und das. Okay. Wir müssen einfach nur warten. Er rennt. Aber es ist kein Problem, weil wir haben den Dreh jetzt raus. Das stellen wir schon mal hier hin. Ich würde gerne mal was Neues machen. Immer dieselben Sachen. Kann man das überspringen? Ja, man kann es überspringen. Sehr gut. Okidoki. Die Türen versperren mir den Weg. Diese Tür versperren... Er kommt schon wieder. Boah, das ist unfair. Der war gerade da. Das muss da rein. Da muss das da oben drauf. Und das da hier rein. Ist es schon? Okay, dann müssen wir wieder Plätze tauschen. Super. Ich habe Angst.
Soll ich warten? Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Jemand muss die Tür zumachen. Was mache ich jetzt? Leute, was mache ich jetzt? Oh! Es war Regen. Soll ich es versuchen? Oh! Nein, nein, versteck dich hier. Hier ist kein Platz für uns beide. Nacht 2 ist schwer, Leute. Five Nights at Freddy's. Eigentlich gar nicht. So. Er soll mal die Tür zumachen. Wohnt er im Wald? Renn. Hier, Jonathan, nimm. Ganz frisch zubereitet. Ich hoffe, ihm schmeckt's. Sehr gut. Dieses Grinsen ist wirklich süß gemacht. So, er ist glücklich. Okay, wir haben es überstanden. Nacht 3. Ja. Die finale Nacht, Leute. Wir werden es schaffen. Wir müssen es schaffen. So. Okay. Lass mal direkt Bestellung aufnehmen. Bitte irgendwas Neues. Mac and Cheese Sandwich mache ich dir, Schatz. Kein Problem. Habe ich halt noch nie gemacht. Oh nein, ich muss richtig kochen. Oh nein, das ist was völlig Neues. Mann. Ich brauche das. Und da muss Wasser rein. Oh! Oh mein Gott! Auf jeden Fall, er kommt. Ja. Hä? Hä? Was habe ich gemacht? Vielleicht hätte ich nicht kochen dürfen. Sie ist, wurde niemals... Genau derselbe Text. Was habe ich falsch gemacht? Burger. Easy. Gott sei Dank etwas, was ich kann. So. Du chillst hier. Wir lassen die Köchin wieder machen. Erstmal Patty. Hier ist kein Patty. Mach zu. Patty. Auch nicht. Langsam müsste ich das doch auswendig können, wo die Sachen sind. Ah, ah. Hier. Ich habe ihn gerade gehört, aber das kriegen wir trotzdem noch hier rein. So, und dann Teller hier hin schon mal? Okay. Nee, Teller in die Hand nehmen, oder? Nee, Teller dahin war schon richtig. So. Und jetzt Brot. Wo war Brot? Brot war hier. Brot hier drauf. Aha. Burger ist total einfach, wirklich. Wieso guckst du so genervt? Das macht mich, das macht dich mad. Komm, während das Ding ja kocht, brät, können wir ein bisschen reden, Freunde. Warum laufen die Menschen so negativ durch die Gegend? Immer so mad face. Ich so viele. Auch so vor der Kamera sehr viele. Einfach so neutral bis mad in die Kamera. Warum? Warum? Ist dieses Leben nicht traurig genug? Warum muss man so mad sein? Hä? Weil es überträgt sich auf alle. Und Negativität verbreitet sich besser als Positivität. Und das ist halt leider traurig, aber es ist so. Ah! Gib mir das aber noch! Weil Samantha verstehe ich. Sie verstehe ich. Weil das kann sein, die wird hier von dem Viech mitgenommen. Aber warum so der Standardmensch mad ist, verstehe ich nicht. Ich meine, wir haben ein gutes Leben. Alle! Ihr, die am Handy gerade chillen, das Video schaut. Wenn ihr am Handy, ihr seid safe am Handy. Ihr habt ein gutes Leben. Wir leben hier in Deutschland, die Welt, wisst ihr, ja, wir haben keinen Krieg. Wir müssen glücklich sein, Leute. Glücklich. Der Junge macht, während er hier Essen kocht, in so einem Horrorspiel, redet er über Gott und die Welt. Und über Sandwich. Sandwich. Wisst ihr, warum Sandwich eigentlich Sandwich heißt? Weil das von Witch kommt, einer Hexe. Weil damals, im Jahr 2018, kann ich dir wegnehmen? Nee. Hat eine Sandwich, hat eine Hexe
Ach, laber irgendeine Scheiße. Ich laber wirklich Scheiße. Keine Ahnung. Warum Sandwich heißt, das hat nichts mit. Vielleicht schon. Muss ich auf meinem Hauptkanal mal so ein Video machen. Die kranke Wahrheit hinter Sandwich. Save 3 Klicks, aber die Leute, die das Video sehen, die haben dann den Insider. Wenn dann das Video irgendwann kommt. Die wissen dann Bescheid, wo das wirklich kommt. Sie will Spaghetti, habe ich auch noch nie gemacht. Aber ohne zu gucken, weiß ich, wir müssen Wasser kochen. So, Plätze tauschen. Ich bin die Köchin. Okay, und das muss hier drauf. So. Und wir müssen Spaghetti suchen. Die sind wahrscheinlich... Spaghetti sind hier. Warten. So oder so müssen wir warten. Weil der Typ ist wieder gerannt. Man hat ihn gehört. Man hat ihn auf jeden Fall... Man weiß Bescheid. Okay, habe ich die Spaghetti? Hä, aber was ist passiert? Er hat die Tür offen gelassen schon wieder. So, die Spaghetti müssen erstmal kochen. Ich verstehe halt nicht, warum er nicht die Tür zumacht. Das macht mich nervös. Das kommt wieder rein. Danach Tomatensoße. Wie mache ich Tomatensoße? Ich glaube, muss Rezept angucken. So, jetzt muss ich leider gucken. Nein, er ist gerannt! Ich habe ihn gehört. Er kommt wieder. Ich habe ihn gehört. Kommt er oder nicht? Na, ich warte. Soll er meinetwegen... Dann schmecken, dann sind die Spaghetti halt, keine Ahnung, zu weich oder so. Das ist mir egal. Ich versuch's. Spaghetti. Hier. Ah, er kommt. Ich muss die Nudeln nehmen. Gibt's hier so... Einen Teller brauche ich wahrscheinlich. Ich versuch's erstmal ohne Teller. Was ist da hinten eigentlich? Nein! Ich war zu langsam. Jetzt check ich's. Das ist der Hinter... Er hat den Hintereingang genommen. Jetzt check ich's. Okay. Wir werden's diesmal schaffen. Aber bitte irgendwas, was ich kenne, das wäre echt am besten. Bacon. Okay, das hatten wir schon oft. Oder? Nein, das hatten wir noch nicht. Wir hatten Omelette, aber nicht Bacon und Eier. Okay, wir müssen uns echt konzentrieren jetzt. Erstmal Plätze tauschen. Bacon. Wie viele Eier denn? 2 Eier. Oh Gott, da hinten ist er. Aha. Und du musst dich auch verstecken. Nein, er hat mich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, sieht er uns? Nein. Okay. Ihr checkt's. Geh und komm nie wieder. Immerhin wissen wir ein bisschen, wie er aussieht. So. Schwierig, jetzt ist schwierig. Wer bist du? Du bist die Langsame. Okay, das merkt man, das ist kein Problem. Ich brauche 2 Eier. Bam. Bam. Okay. Teller. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Bacon und jetzt 2 Eier einfach drauf, oder nicht? Ich muss, glaube ich, aber als erstes die Eier nehmen. Nein! Oh! Oh, wir haben es, glaube ich, geschafft. Also, wenn er rennt, heißt es, glaube ich, dann kommt er von vorne und wenn er langsam ist, kommt er von hinten, glaube ich. Bisschen kompliziert, aber wir kriegen es hin. So, nochmal die Dinger, dann bam, das hier rein, warten. Wie traurig, dass der es nicht geschafft hat. Ich würde sagen, also hier sind wir sicher. Nein, langsam heißt... Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas heißt. Okay.
Ich leg das hier ab. Und du grabst dir das. Und jetzt rennst du, als wärst du noch nie gerannt. Mhm. Ich habe mich echt beeilt sogar. Also ich hoffe, dir schmeckt's. Sehr gut. Schnell, schnell. Ich bin gestresst. Komm, nächste Bestellung. Dankeschön. Dieses Trinkgeld ist halt übertrieben. Du willst Pancakes. Oh, die haben wir noch nicht gemacht. Oder schon versucht, aber nicht hinbekommen. So. Oh, oh. Er ist auf jeden Fall da. Hier ist nichts drin, was mit Pancakes zu tun hat. Oh Gott, das ist so kompliziert. Nein. Auch nicht. Auch nicht. War das nicht mit Eiern? Nein, das war Omelette. Nein, das war schon mit Eier. Wie viele Eier? Vier Pancakes, aber... Wo waren die Pancakes? Oh, der ist da hinten. Okay. Pancakes ist schwer. Was muss ich denn nochmal nehmen? Pancake, hier. Vier Stück aber. Danach? Ah, die Eier brauche ich gar nicht. Oh, da ist er wieder. Okay. Also. Pancake, Teller. Renn. So, was soll ich machen? Ah, okay. Da muss ich das und jetzt braucht das Ding Sirup. Ist hier Sirup? Sirup muss doch hier sein, oder? Hier. Wie viel Sirup? Weil das hat nicht Bing gemacht. Butter auch. Scheiße. Er ist da, gell? Ja, er ist da. Boah, es ist schwer geworden. Und die mit ihrem Butter hier. Wieso kann ich die Butter hier nicht drauf tun? Was ist das? Ah nein, das ist nicht. Das ist falsch. Sirup. Das ist Butter. Du chillst hier? Nein. Nein, ich will nicht reden. Nein, wir haben keine Zeit. Renn! Hier. Iss. Und? Hat sie geschmeckt, Natascha? Gutes Mädchen. Ich hätte die wirklich zusammengeschlagen. Hätte rausgeschmissen. So. Und der Papa noch. Was will der Papa? Der Papa will? Pancakes, das kriegen wir hin. Freunde, ich bin so zuversichtlich. Pancakes. Einen haben wir schon drin. Was tun wir hier hin? Weil der ist schon wieder hier. Du kommst auch hierher. Pancakes nehmen, auf Teller tun, Teller Butter und Sirup und dann ist das Ding fertig und dann haben wir es geschafft. Ich werde das nicht nochmal spielen. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ist es mir egal, was passiert. Ich will nicht mehr. So. Rein, aufräumen. Achso, nein, du bist der Falsche. Ich bin wirklich Pro-Gamer geworden gerade. Richtiger Pro-Gamer. Hier machen wir einmal... Flup. Teller. Klack, 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 klack,
Sirup. Wo ist der Sirup? Hier, Sirup, bam. Sirup da, Butter, bam. Du chillst hier, weil du bist langsam. Du schnappst dir das. Er kommt rein. Bist du safe? So. Ich habe ihn gehört. Freunde, wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Renn. Nein, ich habe Teller vergessen. Nein. Was denn? Du bist der Kellner. Hä? Wer hat die Pancakes? Hab ich sie? Ja! 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 Ich bin so glücklich gerade. Ich bin glücklich, wenn die glücklich sind. Und wenn ihr glücklich seid, bin ich erst recht glücklich. Guter Mann. Könnt ihr jetzt bitte gehen? Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ordentliches Trinkgeld. Ja, die bedanken sich wieder. Bye, bye. Freunde, wir haben es geschafft. Glaube ich. Und so wie sie kamen, gingen sie auch. Und sie haben, ja. Also Schatten kamen nie wieder. Aber dank denen konnten wir das Dinner retten. Auf jeden Fall alles gut überstanden. Sie ist immer noch schön am Arbeiten da und sie ist Happy Hippo. Und alles im Allen ist unsere gute Sam immer noch am Kellnern und schaut, dass Maude oder wie man sie ausspricht, nicht in Schwierigkeiten kommt. Auf jeden Fall auch durch den ganzen Struggle, alle sind happy und ja, Happy End auf jeden Fall. Freunde, ich habe nur einen Stern bekommen, beim anderen Teil habe ich auch nur einen Stern bekommen, irgendwas mache ich falsch. Auf jeden Fall, Freunde, ich muss sagen, ich mag diese Art von Spiel. Ich bin gespannt, was noch kommt, die werden wahrscheinlich nochmal sowas Ähnliches machen. Freunde, ich habe Hunger bekommen, ich werde mir jetzt was zu essen machen. Wir, Freunde, sehen uns morgen wieder. Und passt auf, wenn der Schattenmann kommt und euch das Essen wegnimmt oder so. Ihr wisst schon.